im Trikot ein Zeichen für den Vereinssport setzen, in Corona-Zeiten auf Sportvereine aufmerksam machen. Diese Gedanken verfolgte der Trikottag 2021. Die Vereine durften sich auf tolle Preise freuen. Der Aktion folgte auch die TG Niederingelheim. Der Gewinn für sie? Ein professionell produziertes Vereinsporträt, unterstützt durch OKTV Mainz. Der Trikottag wurde eingeführt im vergangenen Jahr vom Sportbund Rheinland. Die Idee war, dass man auf die Vereine aufmerksam macht, gerade in der Corona-Zeit, und dass man zu seinem Verein steht und den Beweis zu seinem Verein gibt, dass man als Mitglied auch in der nicht sporttreibenden Zeit zu seinem Verein steht. OKTV Mainz unterstützt den Trikottag, indem es Öffentlichkeit schafft für die Vereine. Ich denke, das können die Vereine sehr gut gebrauchen, nach Corona, vor Corona oder wie auch immer mit Corona. Auf jeden Fall, Öffentlichkeit ist, denke ich, auch unsere Stärke und da können wir auf jeden Fall eine Unterstützung anbieten. Und wir freuen uns natürlich, dass wir die Kooperation mit dem Sportbund Rheinhessen so auch vertiefen können. Die Initiative ging hier vom Turnteam aus, muss man so sagen, von Paul Engel und seinen Kolleginnen und Kollegen. Und die haben einfach die schönsten Trikots. Also ich denke, da wir so einen großen Erfolg hatten und auch viele Unterstützer gehabt haben, werden wir das nächstes Jahr auch wieder machen. Und da wünsche ich mir noch einen größeren Zuspruch, dass jeder auch wirklich am Arbeitsplatz oder auch in Bus und Bahn, egal wo er sich befindet, zeigt, ich gehöre zu meinem Verein. Das ist mein Verein. Es ist ein Erfolg und es ist eine tolle Werbung, zu zeigen, zu welchem Verein man gehört und für seinen Verein auch Reklame macht. Also besser kann man es nicht machen.